Ja, hallo liebe Wohnmobilfreunde. Ich komme jetzt direkt von der Mosel, weil der Michael vom Bad Dürheim, vom Stellplatz Bad Dürheim, hat mich gerufen. Er will mir irgendwas zeigen, das uns Wohnmobilisten interessieren soll. Was es ist, ich weiß es nicht. Abgemacht haben wir um 10 Uhr. Es ist jetzt 10.05 Uhr. Er wird ja wohl bald kommen. So, Michael. Flirtest wieder mit allen. Ja, hi, grüß dich, Markus. Hallo. Herzlich willkommen mal wieder in Bad Dürheim, ne? Haben schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich bin halt immer unterwegs. Ja, so ist richtig, ne? Ich auch, in andere Richtung. Ich habe jetzt was entdeckt auf dem Markt, wo gigantisch ist, wo ich echt überrascht war und begeistert und habe gesagt, das will ich haben, das muss her. Für Wohnmobilisten. Für Wohnmobilisten, ja. Ich sage immer, wir haben so gewisse Slogan. Unser erster Slogan war, Bad Dürheim, hier lass dich nieder, hier fühle dich wohl. Dann haben wir den zweiten, Bad Dürheim, wo täglich neue Kräfte wachsen. Mhm. Und jetzt haben wir einen dritten, Bad Dürheim, wo ihr Wohnmobil schläft. Ja? So, und gut. Was das ist, was ich da entdeckt habe, ich mache es jetzt ein wenig spannend, neugierig für die Camper. Mhm. Die Frauen werden begeistert sein, sind stressfrei unterwegs. Echt? Wow. Ja, für das Wohnmobil ist eine riesengroße Sicherheit. Ne? Und für die, wo das Wohnmobil länger stehen lassen. Ne? Also das Ganze geht stressfrei. Ja. So, der und verspricht ja alles, aber ja, keine Tabletten, oder? Nein, es sind keine Tabletten, ist auch kein Viagra. Aber vielleicht Viagra fürs Wohnmobil, weil es schläft ja dann besser. Es fühlt sich wohl. Also es, das Wohnmobil möchte immer nur nach Bad Dürheim. Wir wollen es wissen. So, Markus, jetzt zeige ich dir mal ein Beispiel, wie, ich sage mal, wahrscheinlich 90% die Wohnmobilisten so unterwegs sind, was da passieren kann. Und das sehen wir hier. Ihr seht hier, das Rad auf dem Keil aufgebogt. Ne? Und da ist gerade dieser Bereich hier sehr beansprucht, der Reifen. Ne? Die Kaskade wird deformiert. Das heißt, wenn das länger so steht, gibt es eine Unwucht. Es kann bis zum Reifenplatz kommen. Die meisten haben eine 3,5-Tonner und fahren dann so rum. Das heißt, das Reifen wird extrem beansprucht. Also so sehe ich es öfters auf dem Stellplatz. Das zweite ist auch, das Hochfahren ist ja schon Stress, gerade für die Frauen, wenn sie das Kommando geben müssen. Das sehe ich ja öfters hier. Wenn der Mann überfährt, ist immer die Frau schuld. Ne? Dann das dritte, auch die Kupplung und so weiter, wie beansprucht wird. Und das Fahrzeug steht nicht einmal richtig im Wasser. Also es ist so notdürftig hingestellt. Aber am schlimmsten sind die Bereiche, wo der Reifen dermaßen deformiert wird. Und jetzt sehen wir hier noch das zweite Beispiel. Also wir können durch den ganzen Platz laufen. Ich lege das zweite, dritte Wohnmobil, es steht so. Typisch wieder, gerade diese Keilform. Das Wohnmobil steht direkt hier auf der Spitze drauf. Das heißt, der Reifen wird hier extrem deformiert, die Kaskade innen drin. Und nicht ohne Grund sind die Reifenhersteller, auch Continental und so weiter, hergegangen, haben die ganze Reife verstärkt, weil gerade die 3,5 Tonner ziemlich an der Grenze fahren. So, hier haben wir noch ein Beispiel, wo etwas besser ist. Da ist der Keil gerade. Ne? Aber hier haben wir das Problem, das Rauffahren, die Kupplung hat extrem beansprucht, bis er oben ist. Er muss aufpassen, dass er nicht überfährt, dass der Keil dann hinterhin stößt und so weiter. Also alles ist mit Stress verbunden und ich kann es nicht genau ausnivellieren. Ne? Und da will ich dir jetzt mal was zeigen, was auf dem Markt neu ist. Es ist wirklich eine Weltneuheit, wo ich entdeckt habe, wo wir überarbeitet haben, dass diese Geschichte und auch das Auffahren, Überfahren und millimetergenaue Ausnivellierung, das möchte ich dir zeigen, was ich da entdeckt habe. So, Markus, hier kann ich dir das neue Produkt zeigen. Wie du siehst, total flach, sehr, sehr leicht, also gut zum Verstauen. Hier ist noch original verpackt, also so sieht es aus. Und jetzt will ich mal zeigen, was hier passiert. Ihr nehmt das Ganze, legt das Rad hier unter das Fahrzeug, hier drunter, so in die Mitte vom Rad. Hier ist der Pfeil markiert, wie weit man zurückfahren kann. Und jetzt seht ihr dann, wenn ich fahre, dass es ohne Stress ist. Wenn ich zu weit fahre, dann fahre ich einfach weiter rüber. Ich kann genau die Mitte treffen. So, und jetzt ist das Ganze ohne Stress. Ich brauche auch keine Frau dazu. Die können das schön den Kaffee schon mal vorrichten dann in der Zeit. Also es passiert im Fahrzeug nichts, auch im Reifen nichts. Man fährt ganz locker drauf, bis ungefähr in der Mitte drauf ist. Stellt den Motor ab. Mit Luft wird das aufgepumpt. Man kann entweder einen Kompressor nehmen. Übrigens, Kompressor, die meisten haben einen drin, das wissen die wenigsten. Die ganzen neuen Fahrzeuge haben nur Kompressor da drin, fast kein Reifen mehr, Ersatzreifen. So, das heißt, ganz einfach wird Luft reingegeben und ihr seht, wie das Fahrzeug in die Höhe gebracht wird. Man kann bis zu 14-15 cm überwinden.
Man kann bis 1,5 Bar reinbringen und jetzt seht ihr mal, es zeigt gerade nicht einmal 0,1 Bar, zeigt es an. Also bis 1,5 Bar geht es. Ja, jetzt haben wir 0,2 Bar drin. So. Man kann maximal 1,5 Bar reinbringen. Wir haben jetzt 0,2 Bar drin, wie ihr gesehen habt. Auch Steine, wie jetzt hier, ist für das Kies überhaupt kein Problem. Hier seht ihr mal eins aufgeblasen, dass man die Konstruktion sieht. Also es ist nicht nur irgendwie wie eine Luftmatratze, wo dann rund wird. Es sind mehrere verstärkte Kammern drin. Auch längs sind Platten eingelegt, sodass es verstärkt ist. Innen drin und absolut unverwischbar. Sehr, sehr leicht. Und wenn es nicht aufgeblasen ist, verpackt, wie gesagt, ist so dünn. Ne? Also auch platzsparend. Und wir haben das Produkt mehrmals getestet, auch überarbeitet. Wir haben jetzt zum Beispiel hier ein zweites Ventil dran, einmal zum Füllen und wieder zum Entfüllen. Früher musste man das Ventil rausschrauben, jetzt kann man es hier direkt rausmachen. So, das Fahrzeug steht jetzt wirklich millimetergenau, kann man es ausnivellieren und schonen. So, also der Michael bei seiner Vorführung, viele Leute interessieren sich schon dafür. Eine Frage habe ich noch. Wie groß ist die Nivellierungsdistanz von 0 bis? Fragen wir den Michael. Ja, das Niveau geht von 0 bis 14, 15 cm. Und jetzt zum Vergleich von vorhin mit dem Keil. Ihr seht, wie schön der Reifen schonend aufliegt, großflächig. Und das Kiessehen ist auch gut, wenn ein Fahrzeug länger steht, gerade zur Überwinterung. Sie kriegen überhaupt keine Standplatte. Ne? Das wird vorgebeugt. Also stressfrei alles. Also ich finde es eine super Sache, bin begeistert von der Geschichte. Und die Frage zum Preis. Ein Kisse momentan, jetzt haben wir 2015, der Film wird es noch länger geben, auch nächstes Jahr. Der Preis liegt momentan bei 119 Euro bei dem Stück. Und für mich, sage ich auch ganz ehrlich, eine super Sache im Internet zum Verschicken, weil es ist klein und handlich. Ne? Wir haben hier jede Menge auf Lager in Bad Dürrheim direkt oder eben übers Internet. Und wie ihr seht, Bad Dürrheim, wo ihr Wohnmobil schläft.